Leichtathletik emeritiert. Nächste Medaille für Deutschland bei der Leichtathletik emeritiert in Berlin, Marie-Lorenz Jungfleisch gewinnt in einem starken Wettkampf Bronze, ein für sie historischer Erfolg. Hochspringerin Marie-Lorenz Jungfleisch, Stuttgart, hat bei der Leichtathletik emeritiert in Berlin Bronze gewonnen. Die 27-Jährige musste sich am Freitagabend im Olympiastadion mit 1,96 m nur der als neutrale Athletin startenden Weltmeisterin Maria Lasitskine sowie der zweitplatzierten Bulgarin Mirela Demireva geschlagen geben, die jeweils 2,00 m übersprangen. Für Jungfleisch war es die erste wichtige internationale Medaille. Imkenen, Hannover, belegte mit übersprungenen 1,82 m Rang 14. Die zuvor letzte emeritierte Medaille einer deutschen Hochspringerin hatte Ariane Friedrich 2010 in Barcelona mit Bronze geholt. Besser als Dritte war zuletzt Heike Henkel bei ihrem Sieg 1990 in Split gewesen. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community-Team.